Das gab's noch nie und das kommt auch so schnell nicht wieder. Ich verlose eine Uhr auf meinem Kanal. Gespannt? Dann bleibt dran. Hallo und willkommen zu Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und du kannst eine Uhr gewinnen. Ja, auf diesem Kanal habe ich das noch nie gemacht. Ich habe bisher einmal eine Mini-Verlosung gemacht. Dieses Mal gibt es tatsächlich eine Uhr zu gewinnen. Und zwar eine sehr außergewöhnliche Uhr, die heute angekommen ist. Ich fange mit einem Unboxing an. Die Uhr ist wie gesagt heute angekommen. Ich zeige euch das Unboxing und dann das Review. Ja, wie bereits gesagt, das ist ein besonderes Unboxing, ein besonderes Video, was ich in dieser Art und Weise noch nie gemacht habe, weil es sich nicht um meine Uhr handelt, sondern um eine Uhr für euch. Und die werden wir jetzt gemeinsam öffnen. Schauen wir mal rein. Hier seht ihr, die Uhr kommt von Magneto. Und jetzt werden wir das Ganze einmal öffnen. Kein besonders großes und dickes Paket. Ich bin schon sehr gespannt, wie es innen drin aussieht. Das ist also dabei 10 Euro für die nächste Bestellung. Der Gewinner bekommt selbstverständlich diesen Gutschein mitgeliefert. Eine angenehm kleine Verpackung. Ich packe mal hier ein Lineal drauf. Das Lineal hat 20 cm. Und dann könnt ihr sehen, die Verpackung hat insgesamt nicht mal 15 cm in der Länge. Also echt klein. Wirklich schön, nimmt nicht sehr viel Platz weg. Liebe Kundin, lieber Kunde, willkommen. Eine kleine Bedienungsanleitung. Da müssen wir uns, glaube ich, nicht allzu viel Gedanken zu machen. Ein Putztuch und eine hoffentlich interessante Uhr. Ich habe die Uhr selber noch nie live gesehen. Und bin jetzt echt selber total neugierig, wie die Uhr wohl aussieht. Und da drunter liegt sie. Also hier drunter liegt die Uhr. Ich glaube, da ist der Uhrenkopf. Wollen wir mal reingucken? Komm, wir gucken rein. Aber bevor ich das jetzt mache, weil es ja eine magnetische Uhr ist, ziehe ich meine andere aus. Sicher ist sicher, die möchte ich jetzt nicht magnetisiert bekommen. Und das ist also die Magneto. Ich stelle mal kurz die Kamera um und so sieht die Uhr dann tatsächlich bei Namen aus. Man kann die Magnetkugel mit der Hand verstellen und eigentlich sollten sie dann wieder in die Ausgangsposition zurückgehen. Das heißt, diese Uhr hier ist jetzt auf 12 Uhr eingestellt. Ich werde sie mal richtig stellen. Die Bedienungsanleitung ist freundlich, kurz und knackig, also wirklich relativ idiotensicher. Zu der Verlosung gehört auch ein Geschenkgutschein, den ich gerne mitliefere und den ihr dann entsprechend einlösen könnt. Ja, der gehört also zur Uhr und der wird mitgeliefert. Die Uhr selber, also eine wirklich extrem witzige Uhr. Ich bitte hier das schlechte Licht zu entschuldigen, weil ich wirklich dieses Video auf die Schnelle gemacht habe, weil ich die Uhr unbedingt raushauen wollte. Gucken wir mal rein und schauen die Uhr mal etwas näher im Detail an. Ich finde die nämlich echt total witzig gemacht. So, das ist also die Magneto-Uhr. Kostet im Einzelhandel 99 Euro an diesem Leder-Canvas-Band. Mit Stahlband 119, glaube ich. Also alles ziemlich erschwinglich. Und der wirkliche Gag dabei ist, sie hat kein Glas. Sie hat kein Deckglas und das zeige ich euch jetzt
auch nochmal richtig hier. Man kann da wirklich reingehen und dann auch hier die Kugeln verschieben. Und zwar beide, sowohl die Stundenkugel als auch die Minutenkugel. Und wenn ich dann die Uhr etwas drehe, springt die Kugel wieder auf die richtige Zeit. Das ist die Idee dieser Magnetouhr. Die Uhr hat einen Durchmesser von 40 mm, hat eine Bauhöhe von 13 mm und einen Bandanstoß von 20 mm. Das Band hat ein Schnellwechselsystem und man kann natürlich jedes beliebige Band an die Uhr dran machen. Die Uhr ist quarzgetrieben, klar, nicht anders zu erwarten. Der Aufkleber ist noch auf der Rückseite drauf, weil die Uhr, wie gesagt, verlost wird und dann soll sie so neu wie möglich sein. Bis 3 bar wasserdicht, klar, bei dieser Bauart und der Art offen ist die Uhr nicht deutlich wasserdichter, was ich aber auch überhaupt nicht störend empfinde, weil mit diesen offenen Teilen würde ich wahrscheinlich sowieso nicht ins Wasser gehen. Ich zeige euch auch mal, wie die Uhr an meinem Arm aussieht, ohne das Band allzu sehr zu verbiegen. Das möchte ich ungern tun. Ja, also so sähe die Uhr an meinem Arm aus. Zoomen wir noch mal einen Moment raus. So sieht sie also an meinem Arm aus. Richtig witzig und ihr seht, wir haben 10 vor 1. Richtig witzig. Ein bisschen reinzoomen wieder. Die äußere Kugel gibt die Minute an, wie bei dem längeren Minutenzeiger, und die innere die Stunde, wie bei dem kürzeren Stundenzeiger. Also ganz folgerichtig. Wenn man die Uhr ein bisschen wackelt, bleiben die Kugeln in der Position, es sei denn, man schlenkert sie richtig rum, aber dann muss man nur einmal ganz leicht kippen und die Kugeln sind wieder in Position und bleiben in Position. Gestellt wird die Uhr ganz normal. Die Krone ist relativ klein, da muss ich den Handschuh ausziehen. Ja, ganz normal wird die Uhr gestellt und wir können auch mal gucken, ob die in Anführungsstrichen Zeiger richtig gesetzt sind. Gehen wir auf die 12 Uhr Position und das sieht gut aus. Wir haben jetzt 5 vor 1, also stellen wir die Uhr auch wieder auf 5 vor 1. So. Das ist das, 5 vor 1. Krone rein und fertig ist die Uhr. Ich finde die wirklich mega witzig. Und für 99 Euro ein echter Hingucker kann man, glaube ich, mal riskieren. Insbesondere, wenn man sie wie hier gewinnen kann. Schreibt mir gerne viele lustige Kommentare, wertet die Uhr bitte nicht ab, ich finde die nämlich richtig klasse. Und was ich noch besser finde, das ist eine Uhr, die wahrscheinlich nicht in Deutschland gemacht wurde, aber die Lösung für diese magnetische Anzeige mit Kugeln auf den Bahnen wurde in Deutschland entwickelt und hier patentiert. Das heißt, diese Uhr wurde in Anführungsstrichen in der Art und Weise, wie sie hier realisiert ist, in Deutschland erfunden. Und insofern habe ich überhaupt kein Problem damit, sie als deutsche Marke zu bezeichnen. Und das ist mal was Ausgefallenes, was ich so in dieser Art und Weise definitiv noch nicht gesehen habe. Ja, mich würde tierisch interessieren, wie ihr die Uhr findet, was ihr mit der Uhr machen würdet, falls ihr gewinnt. Und ansonsten bleibt bitte gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Denkt daran, 17.05. oder 3200 Abos, je nachdem, was er kommt. Bis dahin, tschüss, euer Axel.